Herr Lukas, das ist schon über 40 Jahre heute zu Lützburg an der Musikszene dabei. Für ein bisschen junges Publikum, kennt der euch so, wen aus der Lukas, aber wie hat das für euch angefangen? Bäh, soll man von mir selber schwer ein Auslaufmodell, aber noch immer du. Geht in der Bänke von einem Genre Musik, der Bass, in meinem Fall war das eben Rock'n'Roll, Elvis Presley, Chuck Berry. Ich habe ursprünglich Trompette gelehrt, die hat mein Papa an das Gesicht gestochen. Ich habe mir aber nicht gesagt, und dort denke ich, müsste ein Gitter sein. War es zu der Zeit schwer, sich als Musiker durchzusetzen? Es war mir schwer, wenn man nicht drei hatte. Wir mussten für ein Studio, wir mussten Paris, London, Deutschland, München fuhren, um an ein Studio zu kommen. Für manche ein Studio mehr hatten wir keine. Ja, also wenn ich zu alle Bob bin, der sollte auch selber, der wird der Bob von der Rockszene, so nur lauschen, dann kann ich mir vorstellen, dass es zu ihrer Zeit mir einfach war, ein Rebell zu sein, weil die Gesellschaft noch viel mehr konservativ war, nicht so ob wie heute. Ja, nicht nehmen, dass es so konservativ war, dass eben einfach, wir sind dressiert gehen, das muss, und dafür wäre ich noch Rebell. Wir sind nicht gezielt gehen, wir sind dressiert gehen, also regelrecht dressiert gehen. Luc, die 50er Jahre verkaufen sich im Moment gut, auf Film, auf Bücher, an der Musik. Wie kannst du dir das erklären? Ja, das, den Trend zurück, war den ganz deutlich. Wir waren doch, Musik von früher, das war, also 50er Jahre, haben sie immens rebellisch. Wenn ihr das halt seht, wenn ihr gesungen hört, I kiss you, I hold your hand und so weiter und so weiter, in the dark und so weiter und so fort, das war rebellisch, das war verboten, das hat der Pastor verboten, das hat ein Delta verboten und so viel, aber da war gemerkt, und das ist gut gesungen gehen. Halt, wenn ihr das halt singt, dann seht ihr, okay, das ist Schnulzen. Nee, mit dem uns wäre das ganz ernst. Und die Jugend hört etwas zu so, das ist das rebellisch, was da drauf war. Luc. Hier ist die neue CD, du siehst, wer ein Konzept-CD, du schreibst über die Minette, über die Tiere, über den Heizwürfe, für was? Ja, ich habe ganz einfach gefunden, wenn ich noch etwas sollte machen, ich weiß nicht, ob der Titel das letzte sind, aber auf jeden Fall, ich hatte will, es für 100 Jahre zu partizipieren, ich müsste ganz einfach in Produktion. Und dann, als man viel geschwebt, dass ich so etwas über Esch machen und hauptsächlich über Tiere, wo ich hier sehe. Und da bin ich begehrt, da müsste doch gleich ein Himmel für Tier. Und das ist das, was ich gemerkt habe. Das Stück heißt Ander Hill. Ganz einfach. Das ist ganz einfach, dass sie doch keine Matz sagen, dass sie eventuell im Genesterra leben und so viel. Und die kommerziellen Hammergedanken, das habe ich noch nie gehört, dass das wäre steht. Ander Hill. Luc, wir sind hier an dem Mausoleum von den 50er Jahren. Es geht aber nicht durch, dich als Freak von den 50er auszugehen, mehr Tassen zu schlagen. Wer war die schönste Frau aus den 50er? Marilyn Monroe und Brigitte Bardot. Sophia Loren hängt aber auch hier. Für was? Das hat doch dick bricht. Ja, okay. 12 Uhr mittags, der Gary Cooper. Ich war Western-Fan und das war die Zeit, die Western. Kannst du dir ein Foto von der Großherzogin für was? Ja, ganz einfach. Ich war verknallt an der Großherzogin, wie ich klein war. Ich finde die Frau einfach fantastisch fand. Ich weiß noch, wie sie, ich muss für die Saint-Cantonier gewesen sein, wie sie da im Balkon stehen auf der Gemeinde. Mein Papa zu mir gesagt, so bauf, so hat er mir den Mund zurück, weil es sieht, so hat er mich beeindruckt, dass ich war weg. Und natürlich auch, ich fand es auch da noch schön. Und hi Hanna, da ist der Sigurd, für was? Das war eine Figur, die hat mich ganz viel beeindruckt durch den Zeichenstil, durch die gute Geschichte. Und den Hans-Rudi Wäscher, ich, den Mann, den der gezeichnet hat, den kenne ich halt persönlich. Von 70 Jahren, das halt, ich kann bald so eine Freund von mir gehen. Heute ist das also schwer, sich an der Musikszene durchzusetzen. Wen hat der dann dabei geholfen? Zwei Leute, die ganz wichtig waren für mein Projekt, die ich gemacht habe, für 100 Jahre recht, das ist der Manuel Schortchen, den der Vertrieb wollte, dann nicht zu vergessen, mein Produzent, den Rossis Roll, ganz wichtig Leute. Wenn du zu einem Seelendoktor müsst erklären, was für ein Affs und der Comics gefrierst du ist, was gingst du dem so an? Bei Finalen werden mal Zeichnungen, aber ich gebe erst eine Menge, dass die verschiedenen Helden, wie zum Beispiel Tarzan, Sigurd, Akim, und wie sie alle gut in Geheisch tun, am Viergrund tun immer den Ehrenkodex. Sie haben immer den Erdrückten geholfen, sie haben immer für das gut angestellt, und so viel. Und ich meine, das war erst der Dat, was mich am meisten beeinflusst hat. Ich war von den Helden einfach, oder wie soll ich sagen, ich sehe, wie ich klein war, an Comic zurückgefallen. Das war ein Interview mit Lukas, der Buffalo Bill von Asch.